Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Part 113. Ich habe im letzten Mal, haben wir uns ein bisschen schwer getan, hier zum, ja, weiter vorzudringen, zum Labyrinth, ne? Zum oberen Teil, aber wir haben es zum Glück geschafft und jetzt sind wir hier in einem Schrein, also dem Schrein des Labyrinths und haben damit auch den Teleporter quasi freigeschaltet. Jetzt können wir jederzeit wieder zurückkehren. Denn ich wollte ja noch den unteren Schrein da erforschen. Aber erstmal ist dieser hier dran, ist ein Rätselschrein. Und hier dreht sich alles um die Fallgeschwindigkeit. Okay. Aha, das Ding muss da hin, offenbar. Bei Portal hätte ich jetzt sofort die Lösung. Aber hier... Mein Portal-Let's Play übrigens zu finden, auch auf meinem Kanal. Das Spiel habe ich natürlich durchgespielt, ne, wie ich es mit allen Spielen eigentlich mache. Weil ich spiele grundsätzlich nur Games, die mich auch interessieren und demzufolge, ja. Ah, okay. Da ist die Kiste. Also ich muss jetzt mal die Kiste, also es ist ein kurzer Schrein, würde ich sagen. Wie komme ich denn da rauf? Kann mich dann auch wegschießen lassen oder so? Mit der Kugel? Vielleicht. Nö, mit der Kugel klappt es nicht. Okay, na dann tschüss. Also einfach die Kugel erstmal wegschießen, oder was? Ja, das ist eine Möglichkeit. Ah, hast du da eine Kugel hingeholt? Kommt die hier? Ah, die ist jetzt, weil die noch hier... Ne, die ist jetzt... Das müsste neu kommen, ne? Nö, kommt keine neue. Erstmal. Dann können wir es erstmal hier rüberschießen. Nee, auch nicht. Scheiße. Ey, warum geht denn das jetzt nicht? Was kann ich denn hier eigentlich machen? Kann ich hier irgendwas verstellen? Was ist jetzt passiert? Was hat es bewirkt? Das schwebt? Ah, die Kugel schwebt. Ah, alles klar. Hier kann ich jetzt die Umgebung zum Schweben bringen. Geil. Oder so. Ja, nee, so nicht. Aha, da kann man die Schwerkraft aufheben. Geil. Reicht das, wenn ich dagegen pralle? Nee. Wohl nicht. Da muss man dann im richtigen Moment nur den Schalter auslösen, denke ich mal. Das ist hier... Achso, Quatsch. Warum hau ich denn auf die Kiste? Dadurch alleine wird sie sich... Ah, kriegen wir gleich unsere große Sona-Energiesphäre zurück. Zumindest etwas. Ich glaube, mehr gibt es hier auch nicht, ne? Also wir müssen im richtigen Moment die Schwerkraft erhöhen. Ausschalten. Genau. Erhöhen muss ich sie jetzt wieder. Genau, dann kommt eine neue Kuh. Wo kommt denn die Kuh überhaupt her? Achso, die spawnt da einfach. Na, reicht das? Jo. Ja, das war schon der richtige Moment. Ach nee, es geht noch weiter. Geil, Leute. Es ist noch nicht vorbei. Jetzt muss ich mich da irgendwie hochschießen. Dann warte doch mal. Ey, die Sekunde jetzt noch warten können. Zum Glück kann man jetzt noch genug Ausdauer dafür übrig. Ach nee, jetzt muss ich auf die andere Seite, ne? Na, verstehe. Sonst komme ich da nicht hin. Hä? Da war jetzt Jackchen. Ja. Gar keinen Saft dahinter irgendwie, weiß ich nicht, also verstehe ich nicht. Wie soll ich das machen? Wenn ich da nicht. Ah. Dann. Aufstehe hier. So. Jetzt klappt's, okay. Kommen wir da rüber? Nee, okay, da muss ich wirklich auf die Seite. Na, no, da taucht die Kugel aber wieder auf. Gut, dann müssen wir die Kugel erstmal. Nee. Jetzt schießt er die da hin. Kommt jetzt hier eine neue Kugel? Kaufen wir nicht, weil ich möchte jetzt mich wegschießen lassen. Ja, jetzt hat es geklappt. Huch, auch knapp. Ah, die ist jetzt da drin gelandet. Das ist doof, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das gut ist, weil da kriegt die nicht raus. Scheiße. Wir brauchen schätzungsweise eine neue Kugel.
Ah, da ist die neue. Ach so, sie erscheint dann einfach. Nu? Ach so. Ach so. Okay. Ja, die muss ja da drauf. Hä, die ist doch darauf gefallen, die eine. Habe ich doch gesehen. War doch schon richtig. War eigentlich schon gelöst, die Aufgabe. Ey, ihr bescheißt. Nintendo. Was nu? Das kommt hier auch nicht. Verstehe ich nicht. Warum kommt denn jetzt keine Kugel mehr? Doch, jetzt müsste sie kommen, ne? Ja, jetzt kommt sie. Das dauert halt ein bisschen nochmal. Ne, das reicht nicht aus, hä? Braucht doch das gar nicht. Das geht doch denn. Rein theoretisch, automatisch, ja, so war es ja auch schon passiert. Ey, kraftet nicht ganz hier. So, da ist er ja schon wieder. So, die fliegt ja. Achso, die fliegt so hoch, genau. Jetzt muss ich sagen. Achso, die fliegt da drüber. Jetzt, okay. Jetzt sah nämlich so aus, als wäre die da reingefallen beim ersten Mal. Ah, jetzt verstehe ich das Ganze, okay. Also im richtigen Moment. Jetzt gilt es wirklich im richtigen Moment, die Schwerkraft hier zu erhöhen. Ich jetzt mal wieder ausgeschaltet, damit die Kugel denn hierher befördert werden kann. Und aber ich muss dann im richtigen Moment ausschalten. Nachdem sie dann nach oben katapultiert wurde und sich quasi über diesem Kasten befindet, dann müsste es funktionieren. Okay. Soweit, so klar. Na los, wo bleibt sie denn nun? Kugel? Oh, immer in dem Moment kommt sie gerade. So, Achtung, Präzision ist gefragt. Ja, genau so, okay. Perfekt. Perfekt, Dämon. Södele. Wunderbärchen. Wir haben es geschafft. Kriegen wir bitte. Ne, ist das fünfte. Fünfte Herz. Immer so. Ah, ein bisschen noch. 20 brauche ich. Aber da unten wartet ja der nächste Schrein schon. Ich denke mal, der hängt da irgendwie mit dieser Insel zusammen. Mit dieser Himmelsinsel, der kleinen, ne? Denn die ist ja eigentlich mehr oder weniger ein Fahrstuhl. Das haben wir ja schon entdeckt. So, hier muss ich jetzt nichts weiter aktivieren. Mache ich jetzt auch noch nicht. Weil wir können es jetzt jederzeit hierher teleportieren. Ist das nicht wunderbar? Aber ohne Fahrzeug oder so komme ich da niemals nie hin. Aber Leute, ich will mir das Ganze ein bisschen abkürzen. Deswegen werde ich hier einen Gleiter versuchen zu verwenden. Denn von denen haben wir ja, wie wir letztes Mal schon feststellten, mehr ist genug. Okay, aber der hat keine Schienen. Haben wir noch einen Ventilator übrig? Ja, wir haben neun. Halte ihn. Ah, einen kleinen Antrieb brauche ich. Sonst wird das hier nichts. Ah, komm voran. Ja, ja, ja. Der hält ja auch nicht ewig, ne? Scheiße. Wo ist denn jetzt die Insel? Ich sehe die nicht mehr. Ich sehe die Insel nicht. Muss ich einen Blindflug machen? Die ist in den Wolken oder was? Hä? Ah, da, jetzt sehe ich sie wieder. Das reicht, das reicht. Ist egal. Das schaffe ich. Das kann ich auch hier hinten den Auftrieb müssen. Ja, super. Der Schwung reicht allemal. Super. Dann lass mich runter. Yes. Okay, geschafft, ist geschafft. Und dann auf zum nächsten Schrein. Mal sehen, was das für einer ist. Ich vermute mal, dass. Jetzt muss ich hier wieder hin, ne? Dann fällt das Ding runter. Muss ich irgendwas auslösen? Irgendwas triggern? Ja, hier ist. Hier steht was. In die Steintafel ist ein auf altyrianisch verfasster Text eingraviert, den du nicht verstehst. Versteht man die irgendwann, die Texte?
Weil hier passiert jetzt gar nichts. Also. Was bringt mir das denn, wenn da nichts steht? Hier ist auch kein Schalter. Ich dachte, das Ding fällt jetzt runter und da auf den Schrein oder so. Und ja, irgendwie so. Aber hier ist nichts. Hier ist ja nicht mal eine Truhe. Also, das ist ja ein Witz. Aber gut, ist egal. Von hier aus müsste ich rein theoretisch auf den Schrein kommen. Na, also. Auch wenn es verdammt hoch ist. Aber gut, ich kann mich ja erstmal die erste Strecke fallen lassen. Ja, warum ist denn hier nichts weiter? Ich denke mal, irgendwann kann man übersetzen. Da kriegt man diese Fähigkeit oder so. Vielleicht mit dem weiteren Spielverlauf oder so. Ja. Was ist denn da? Ach so, ja, das war der untere Teil, den wir schon geschafft haben. Lass da gleich zwei Drachen auftauchen, ne? Ach nee, das ist ja das. Das ist so ein anderes Mod. Ist das das Schwert? War es das Master Schwert? Also die Geoglyphe da von dem Master Schwert? Weiß ich jetzt ja nicht mehr. Man sieht ja das Heft nicht richtig. Ja, genau. Günni kommt angeflogen. Dann macht er noch Pegasus. Okay, egal. Runter jetzt. Wir haben ja zum Glück noch die zweite Ausdauer. Leiste von der Medizin. Nein, die ist echt nützlich. Solange man noch nicht genug Ausdauer hat. Ja, jetzt bloß nichts falsch machen. Nicht daneben landen oder so. Jo. Nicht so viel verbrauchen. Na, geschafft. Genau, so war es gedacht. Ja, es sollte einfach den Absprung erleichtern. Mehr war das jetzt nicht, ne? Um hier zu dem Schrein, oder es einem zu ermöglichen, zu dem Schrein zu kommen. Wie gesagt, gibt ja mehr als hier noch Schreine. Also von daher, also 120 haben sie gesagt, ne? Und die wollen wir alle haben. Insofern können wir ruhig auch mal innerhalb einer Zielsuche, okay, einer Folge zwei Schreine machen oder vielleicht auch sogar drei, wenn es dann kürzere Schreine wären. Also, alles gut machbar hier. Soweit muss ich jetzt mal an Zielsuche, sagt er. Soll ich da mit dem Baumstamm drauf schießen? Den Baumstamm anbringen da oder dann mit der Rakete dagegen ballern? Soweit die Theorie. Aber die muss ich auch richtig ausrichten. Ne? Das ist hier, glaube ich, essentiell. Sonst wird das nichts. Naja. Ausrichten ist hier so eine Sache. So. Ach ja. Okay, wird automatisch. Na, gucken wir mal. Nee. Nee. Das ist so eine Sache hier, ja. Der trifft ja denn nicht direkt ins Schwarze. Ich glaube, ich muss genau ins Schwarze treffen oder so. Kann das sein? Dann öffnet sich hier scheinbar irgendwas. Ne? Ach ja, das Gatter hier. Naja, probieren wir es mal. Nicht wahr? Gut. Hier raufhauen und dann kurz passieren. Ja, hat gereicht. Wunderbar. Man muss nicht genau ins Schwarze treffen. Super. Ich bin zufrieden. Kommen wir zurück. Okay. Und die Rakete ist auch wieder da. Okay. Sollte ich die Rakete mitnehmen? Aber hier gibt es ja auch wieder eine Rakete. Also ist ja nicht. Wo ist denn hier dann die Kiste? Wenn es hier eine gibt. Falls es eine gibt. Da. Na, also, können wir die einfach. Nee, das ist nicht einfach. An die zu kommen. Deswegen sind ja hier zwei Baumstämme. Was ist das denn? Was macht es? Es ist rund. Es scheint sich zu drehen. Greifen. Aber nicht von hier aus. Sag mich nicht ran. Was seltsam ist, weil es ist echt nah dran. Aber das wollen die Entwickler nicht. Na, da könnte ich was draus. Ich verstehe, ich verstehe. Den Baumstamm da am Rand anbringen und dann das Teil bewegen. Richtig? Hier ist nämlich ein kurzer und ein langer Baumstamm.
Reicht da der kurze? Sieht so aus, ne? Ja gut, dann benutze ich erstmal den, um da hoch zu der Kiste zu kommen. Oder die irgendwie runterzuschleudern. Ach, es gibt etliche Möglichkeiten. Eine Rakete dran zu pappen und mich dann da runter zu... An dem müsste ich auch klettern können, ne? Rein theoretisch. Jo. Auch praktisch wird das was. Okay. Wunderbar. Ach, so viel Spaß eben mit dem Spiel. Obwohl, ist der Dämon, der Bogen des Dämonenkönigs. Er hat ja auch ein bisschen mehr als der hier. Schmeißen wir den stattdessen raus, ne? Mensch, jetzt kriegen wir endlich mal gescheite Bögen hier. Sehr nett, sehr nett. Hat sich schon gelohnt. Bin zufrieden. So, ja. Rakete anbringen und dann... Ja, könnte man auch machen. In die richtige Richtung. Ich vermute es jetzt mal, dass das so gedacht ist. Na, das Panels hin und her. Ich kann ja auch einfach das Ding nach oben bewegen, ne? Aber ich komme nicht hoch genug, richtig? Das ist hier die Krux, glaube ich, ja. Um das weit genug zu bewegen, damit es dann das auslöst, da, was es auslösen soll. Na gut. Dann machen wir halt hier mal ein bisschen Saft dazu, ne? Ich glaube, wie rum ich die anbringe, ist letztendlich wurscht, oder? Oder doch so lang lieber? Da kann ich nicht gegenballern, oder? Wie kann ich das aktivieren jetzt, die Rakete? Ich bin doch gut. Aber ich komme da nie ran. Ist das so gedacht? Hm. Dass ich da drauf hauen kann. Und dann haut mich das Teil weg. Okay, weg. Jo, das funktioniert nicht. Hä? Dann muss es doch der große Baumstamm sein, weil... Ja, das ist echt noch ein gutes Stück. Ja, okay. Gut. Wenn ich den während der Fahrt anbringe... Pendelt sich ein. Und die Rakete ist auch wieder da. Schön. Also. No, dann packe ich die Rakete da einfach irgendwie da ran. Ja, an der Seite oder so. Muss ja nur einen ordentlichen Dreil geben. Möglichst außen, denke ich. Oder? Da unten? Ja, müsste auch hier, ne? Jetzt sehe ich zwar wieder nicht, aber ich konnte es ranpappen. Genau. Achso, das ist jetzt, ja, so wird es sich nicht bewegen, ne? Ey, wieder mal super. Ganz toll gelöst. So, wo taucht es auf? Hier. Na, danke. Ja, muss natürlich in die andere Richtung. Oh, die Schubdüsen. Ja. So, das müsste aber gehen. Komm. Ja, genau so. So war es eigentlich schon wieder erstmal gedacht. Ja, immer auf den Schub achten. Na, das ist viel wichtiger. Sehr schön. Damit haben wir auch das nächste Segenslicht. Sehr schön. Man muss nicht mal irgendwas auftauen oder dergleichen mehr. Das war also meine Vermutung, dass der auch irgendwie vereist wäre, der Schrein hier. Aber dem war nicht so. Schön, ein Segenslicht bekommen wieder mal. Und wann sollte ich das auch mal investieren, ne? Auch wenn Lebensenergie echt nicht alles ist, wie man gemerkt hat, ne? Selbst die, also die größeren Brocken an Gegnern, na, die können dann natürlich trotzdem ohne Probleme ausschalten. Joa, schön, schön. Und nu? Jetzt gehen wir wieder nach oben. Ah, der sieht doch so verlockend aus. Nee, das Türmchen machen wir. Da haben wir noch genug Gelegenheiten, denke ich mal, dazu. Um dahin zu gelangen. Hier habe ich jetzt erstmal... Achso, ich muss ja die Himmelskarte doch aktivieren, ne? So, um dahin zu gelangen. Schön.
Aber die Geoglyphe, wie gesagt, hier, die hatte gar nichts zu sagen, leider. Da war keine Erinnerung, aber nichtsdestotrotz sollte man immer nach diesen Geoglyphen Ausschau halten. Nach diesen Himmelszeichnungen quasi, ne? Denn man bestünde ja die Möglichkeit, dass sich dahinter eine Erinnerung verbirgt. Denn es gibt noch mehr als genug Erinnerungen, die wir bekommen können, möchten natürlich auch. Um die Story zu komplettieren. Du, der du dieses Labyrinth des Himmels betreten hast, dieser Ort wird deine Weisheit auf die Probe stellen. In diesem Labyrinth sind vier Vorrichtungen verborgen. Aktiviere alle vier. Jo, soweit, so bekannt. Wird natürlich nicht leichter sein. Das ist das erste Labyrinth. Aber auch nicht schwerer. Glaube ich nämlich nicht. Weil rein theoretisch ist es ja möglich, dass man die, dass man beide zuerst macht. Na, entweder das oder das. Weil das können ja die Entwickler nicht wissen, wo man. Das ist halt ein Open-World-Spiel, ne? Wo man als erstes als Spieler hingeht, ne? Ups. Geht noch höher. Ach, Scheiße. Richtig hoch. Richtig hoch. Ja. Gehen wir erstmal nach rechts, oder? Ach nee, die ist da. Aber. Kann man hier klettern? Wie waren das da? Nee. Die konnte man hier nicht. Obwohl es ja so aussieht, ne? Scheiße, Leute. Wie komme ich denn da hin? Oh. Ich glaube, es ist wurscht, wa? Ich will da rein. Wie komme ich denn da jetzt? Ohne Quatsch, wie komme ich denn da rein? Da oben offen? Das geht ja nicht. Hier kommt ein Wind, aber. Ah, hier ist. Okay. Von wo kommt denn der Wind jetzt? Von vorn, oder wie? Hä? Also hier kann er nicht klettern, komischerweise. Dabei. Nee, konnte man mit dem anderen. Doch, bei dem anderen konnte man klettern, mit dem anderen Labyrinth hier. Aber hier kann ich nicht klettern. Das ist wohl ein Nebeneffekt der herabgesetzten Schwerkraft, oder? Kann das sein? Das ist ja fies. Ey, da kommt man nur von ganz oben ran. Weil hier ist alles zu. Also, das können wir noch uns abschminken. Gut, dann jeg erstmal in die Richtung. Ah, Moment, hier ist aber noch oben, oder? Hier war doch gerade so ein Auftrieb. Das sah doch erst so aus. Was ist denn das hier? Wo ist denn hier der Auftrieb? Ja, keine Ahnung. Hier. Hier ist doch so ein Auftrieb, ja. Ja, der ist nicht immer da. Jetzt ist er wieder weg. Hä? Was soll denn der Spaß? Warum taucht der mal auf und mal ist er weg? Jetzt taucht er wieder auf. Wenn ich das Parasegel deaktiviere, ist er. Ein bisschen sehr komisch, Leute. Also. Ja, hier ist ein kleiner Auftrieb, aber nur. Moment. Na, hier ist wohl nichts. Jo. Na, müssen wir schon mal von oben irgendwie. Keine Ahnung, dahin. So, was ist denn jetzt näher? Ja. Nichts. Absolut gar nichts. Okay. Kannst jetzt auch so lang gehen. Ja, gehen wir erstmal hier lang. Kommen wir hier höher. Können wir tiefer. Ja, tiefer können wir auf jeden Fall. Ah, hier ist auch so ein Auftrieb jetzt wieder. Auftrieb. Ja, ja, aber hier, ja, ja, hier. Ich versuch's mal. Ich folge einfach mal. Dem verschlungenen Pfad. Aha, okay, Moment. Wow, das muss sehr komplex gewesen sein, sich sowas auszudenken. Da kennt man erstmal die Mühe dahinter, dass es auch funktioniert und so.
Ah, dass an den richtigen Stellen noch die Winde platziert werden. Also die musst du wahrscheinlich ganz schön viel testen, damit das funktioniert. Da. Jo, aber die eine Vorrichtung haben wir auf jeden Fall gefunden. Die war ziemlich leicht zu finden. Aber gut, vielleicht habe ich ein wenigstens ein bisschen Routine, wenigstens, ne? Was diese Labyrinthe angeht. Nördliches Irrschloss, genau. Prophezeiung. Tagebuch öffnen? Ja, da steht jetzt auch nur, dass wir die anderen noch finden müssen. So, das andere ist ja. Nee, wohl die Karte. Ist ja direkt entgegengesetzt, ne? Wir könnten auch erst das machen, aber ich glaube, ich mache erstmal das. Ja. Jo, hier war nur wichtig, dass man auf die Ausdauer achtet. Das ist hier essentiell, sonst stürzt man natürlich ab. Aber gut. Oh Gott, danke. Aber das nutzt mir jetzt wenig. Muss hier an der Seite vorbei, ne? Wie war denn das? Oh ne, falsche Seite. Stimmt. Ne, so ein bisschen Routine haben wir dann doch nicht. Ja, ein bisschen Routine haben wir natürlich, aber wenig. Ich muss hier gänzlich wieder raus. Genau, diesen Weg entlang. Nee, da, hä? Die haben wir doch aktiviert. Warum ist denn die wieder deaktiviert hier? Stehe ich jetzt nicht. Ach so, wenn man die aktiviert, dann ist sie aus. Dann gehen sie einfach nur aus. Okay, jetzt verstehe ich es. Gut. Jetzt laufe ich erstmal sicher selber. So, wie bin ich denn hier rausgekommen? Wie war denn das? Muss ich mich hier fallen lassen, oder? Ja, hier ist ja alles zu. Wie bin ich jetzt... wie soll ich denn da wieder... Hä? ja. Ne? Ne, das war irgendwie anders. Muss ich hier lang? Ja, hier lang. Okay. Wie wir rauskommen hier. Irgendwie. Scheiße, Leute. Da jetzt hier eben runter. Das wird nix. Oder hier? Nee, ja, da muss man mehr auf die Karte linsen. Dann sägt das auch. Das war wohl der falsche Weg hier. Ja, man kann auch. Okay. Das ist ja fast wie aus der Ego-Perspektive hier. So. Wenn ich auch hier lang, ne? Ja, hier muss ich lang. Hier ist der richtige Weg. Da ist auch noch was. Die haben manchmal Kisten versteckt. Ja, war glaube ich so, ne? Oh, hier ist jetzt kein. Oh, bloß auf die Ausdauer achten, ey. Na, auf jeden Fall kommen wir jetzt raus. Ich muss wieder in die Mitte, ins Zentrum. Aber, ja, wie? Scheiße. Wird sensationell knapp. Ja, dieses gelbe Ausdauerleiste will ich mir noch ein bisschen aufrechterhalten, solange es geht. Geht's nach oben, oder? Nee. Täuscht immer so, ne? Jetzt geht's nach oben, ja. Toll. Hier jetzt nicht. Na, jetzt sind wir wieder so ziemlich zentral. Ja. Oder kommen wir jetzt hier in die Mitte? Nee. Nee, nee, hier ist ja Pumpe. Hier ist ja Ende Gelände. Ja, hier geht es auch nicht höher, obwohl das dieses Geräusch impliziert, ne, dass es hier ganz starken Auftrieb gibt. Aber der geht halt nicht so weit. So, na, wo soll ich denn jetzt lang? Da lang? Hier sieht es so aus. Ne? Weiß nicht, hier kommt. Nee, hier ist eine Sackgasse. Muss hier lang. Oh Gott, tiefer? Ja, erstmal runter. Ja, hier ist immer so die Krux dabei. Man muss erstmal tauchen. Oh Gott, jetzt komme ich ganz nach oben hier. Aber hier ist nichts, oder? Oh, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt ist hier irgendwie die Orientierung gerade weg bei mir. Ah, da lang. Hier. Ich muss jetzt mal irgendwo stehen können. Jetzt bin ich glaube ich so ziemlich zum Traum. Jo, vielleicht komme ich von hier aus daran. Na, ah, hier ist eine Kiste. Okay, ich wusste doch, hier hast du auch Kisten. Haha, was haben wir da Schönes? Ah, wieder so ein schöner Schild, aber wie gesagt, ich kann. Moment. Nee.
Nee. Genau. Nee, das war. Ja, ja, die sind alle 50. Ich glaube, das sind die stärksten Schilde, so 50. Und mehr weiter geht's nicht. So, zeig mich hier. Nee, da ist eine Sackgasse. Sehe ich ja auch auf der Karte. Mal auf die Karte. Gucken, Linsen, wie auch immer. Hä? Ja, ja, klar, ich muss ja hier lang. Hm, aber wie? Na, ich komm wohl hier durch irgendwie. Sagt das Spiel. Ah, hier ist ja schon die Steuerung. Ach nee, die. Die ist vorher auch nicht aktiv, okay. Na, das war jetzt noch. Ja, leichter als gedacht, okay. Na, 402, Leute. Ah, wir haben es gleich geschafft. Aber wie komme ich jetzt wieder rüber? Komme ich das? Ja, komme ich. So, welche nehmen wir dann als, uns als nächstes vor? Ja, die in nördlicher Richtung, ne? Würde ich sagen. Wenn das echt komplex aussieht, ey. Ist es ja auch. So, hier kann ich durch. Ich warte aber erstmal genau auf meine Ausdauer hier. Ach ja, hier muss ich durch. Ich hätte eigentlich fast hier diese Ausdauermedizin benötigt, ne? Sache mit dem bisschen Ausdauer hier weiterzukommen. Jo, okay, jetzt mache ich erstmal Pause. Jawohl. Ja, oh Gott. Wie man stürzt da so schnell runter. Ja, hier kommt der Wind von vorne. Das ist natürlich nicht so optimal. Hier ist auch eine Treppe, Leute. Komme ich da vielleicht zu dem in der Mitte? Das sieht mir ja fast danach aus. Oder hier ist wieder eine Kiste versteckt. Hier ist nichts. Ah, ja, ist alles zu. Warum ist denn hier eine Treppe? Fake, alles fake, ey. Ihr seid so fake. Moment. Ach, okay. Da sind wir ja schon richtig. Alles klar, Nummer 3 ist over. Diesmal komme ich deutlich besser voran. Jetzt brauche ich auch nur noch die Mitte. Nur wie? Weil ich mir mal einen Weg angucke hier. Also da kommen wir ja nicht durch hier. Also würde ich sagen links lang. Dann kommen wir wieder zurück. Oh, ich weiß es nicht. Weil hier ist ja eine absolute Sackgasse. Ja. Außer der geht sehr weit nach oben. Aber nee, so weit nach oben jetzt noch nicht. Dass wir da jetzt irgendwas anfangen könnten. Oh. Achso, jetzt müssen wir uns wieder fallen lassen. Ja. Ja, ja, ja. Ist das schon? Nee. Ja, ist ja auch zu, genau. Jetzt sind wir nur auf der anderen Seite. Hier ist alles zu. Dann müssen wir das ein bisschen im Kreis umranden und dann gucken, wo. Ja, das muss man systematisch machen, wo hier der Eingang ist, ne? Ja, hier war eine Sackgasse. Oder ist eine Sackgasse? Sah ja nicht so hoch aus. Ne? Kann dummer Deckensprung verwenden, aber hier nicht. Haben sie extra dafür gesorgt, dass es nicht geht. Gut, Leute, vielleicht kommen wir hier rein. Macht es Sinn, hier lang zu gehen? Denn da rein, aber da kommen wir nicht weiter. Ja, also das in der Mitte, das ist deutlich komplizierter zu erreichen. Oh, Leute.
das ist Sackgasse, das ist nur Sackgassen. Da wollte ich ja nicht weiter fliegen. Ja, keinen Schaden nehmen, mal gibt es so schnell immer hier keinen Schaden. Weil ja die Schwerkraft herabgesetzt ist. Ne? Ja, da ist eine Sackgasse. Hier außen rum und dann irgendwie weiter. Ne? Das klingt nach einem Plan. Hier außen rum und dann irgendwie weiter. Würde ich mal sagen. Mhm. Oh, hier nicht. Hier so eine Sack. Nee. Jetzt lang. Okay. Moment. Pause. So. Kann ich hier lang? Das sieht fast so aus, Leute, oder? Haben wir das schon geschafft? Nein. Da lang und dann. Nee, nee, da war ja zu. Das ist Quatsch. Das haben wir ja schon aktiviert. Jetzt sind wir wieder zurück. Ach so. Nee, ich wollte ja erstmal umkreisen, deswegen. Oh. Das ist falsch im Kreis. Nee, erstmal Pause machen. Das ist ganz essentiell. Das wird überleben. So, okay. Nee, irgendwie bin ich jetzt falsch. Bin ja wieder zurückgeflogen. Ah, es hat mir die Orientierung wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht, ey. Also meine nicht vorhandene Orientierung. Ob ich jetzt einfach nochmal mich zurücksetzen lasse? Ja, mach ich mal. Dann spare ich mir den Weg. Dann kommt man nämlich direkt auf die andere Seite. Ich glaube, hier gibt es nicht den Weg dahin. Den gibt es, denke ich mal, nur von der anderen Seite aus. Vermute ich jetzt. Wie hoch kommen wir denn hier? Sehr hoch. Sehr, sehr hoch, aber nicht hoch genug. So, okay, erstmal abbiegen. Jetzt hier hin. Kommen wir da rüber. Ja, da waren nur Treppen, das haben wir auch schon. Ach, hier ist wieder eine Kiste, schön. Na, sehe ich das wenigstens. Dahingehend gelohnt mit einer Hochleistungsbatterie. Sehr schön. So, hier können wir lang. Und dann. Ja. Naja, wartet mal. Jetzt muss ich erstmal gucken, was ich hier machen muss. Wo ich hier am besten wahrscheinlich lang komme. Ja, das ist zu weit alles. Ach, Herrgott. Na, da sind Sackgassen. Da komme ich gar nicht lang. Wie komme ich denn da hoch? Der sagt hier. Aber das geht ja nicht. Da ist ein Gatter vor. Das ist das, wo das Gatter ist, ja? Erstmal nur Zwecksorientierung. Genau, das ist der Schrein. Ja, ja, hier ist das Gatter. Ja, wie kommt man da hin? Kann man ein Gatter öffnen? Aha, also da ist alles zu, da. Wo erkennt man hier was? Also man muss offenbar von oben irgendwie kommen. Zugebaut, ey. Macht es Sinn? Hier waren nur Sackgassen, ne? Da kommt man nicht rein. Aha. Hier sind Treppen, genau. Jo, eigentlich braucht man sich nur ganz weit nach oben befördern lassen und dann kommt man hier weiter. Aber der Aufwand geht hier nicht weit genug, leider. Gut, ihr könnt jetzt eine Rakete nehmen, ein bisschen tricksen, ne? Könnte ich machen, ja. Könnte ich machen, denn wäre ich hoch genug geschossen und komme in den Raum rein. Genau, ich brauche ja nur einen sehr hohen, sehr krassen Auftrieb jetzt. Dann komme ich dahin. Waren hier nicht immer. Wo ist denn der Auftrieb hier? Hier ist der Auftrieb. Ja.
Oh Mann, Leute. Es kann so einfach sein. Nummer 4. Gut, jetzt geht's nach oben, oder wie? Langsam die Folge beenden. Ja, ja. Genau, so war es ja bei dem letzten Irrschloss, glaube ich, auch. Hoho, jetzt sind wir hier oben. Jetzt kommen wir wieder in den Abgrund. Nicht doch. Jetzt geht es nämlich von ganz oben nach ganz unten, was sie ja geil gemacht haben, ne? Dass man dann nicht so der üblichen Reihenfolge folgt. Sofern es denn diese gibt, diese übliche Reihenfolge. Ne? Aber ja, man denkt sich ja erstmal, fängt man unten an, dann arbeitet man sich langsam nach oben. Aber hier landet man erst in der Mitte und dann nach oben und dann jetzt erst nach unten. Verborgen im Herzen der Beweise mir deinen Mut und wage den Sprung in die Tiefe. Nur dann wird sich dir der letzte Weg offenbaren. Na gut. Geronimo! So wollte ich das nicht. Weil, ja. Ne? Sturzflug. Egal. Oh, das war mit der herabgesetzten Schwerkraft. Das ist so geil, dass das so stufenlos funktioniert, ohne irgendeine Ladezeit. Ja, das ist so genial gemacht. Aber aufpassen. Ich habe nicht gelesen, was da stand. Verdammt. Oh, oh, was bist du? Ah, nördliches Irrschloss, das wird wieder so ein Beta. Konstrukt auf uns warten, richtig? Jo, aber ich würde mal sagen, diesem Beta-Konstrukt werden wir uns beim nächsten Mal widmen. Also denn, bye bye, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Shark, lasst es euch gut gehen und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr, lasst ein Like. Genau da. Bis dann.